Hast du Platinum eigentlich? Ich habe nämlich einmal Erz. Platinum. Könnte ich entbehren. Platinum. Platinum. Ich habe... Platinum. Lass mich mal gucken. Auch schmelzen? Franz, guck mal! Was? Oh, ich dachte, du hast eine Bombe geworfen. Ich hatte schon Angst. Oh, ich hab... Ach, scheiße. Man hat hier Diamanten und Diamantenerz. Und muss... Oh Gott. Ich glaube, das waren jetzt fünfmal Diamantenerz. Für einen Diamanten. Oh, so eine Scheiße. Ja, das wird voll teuer, Alter. Ja, ja, ist ja... Ne? Ja. Okay, mein kleiner Freund. Und ich. Ich hab dir was. Ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Was denn? Hier vorne ist es. Da, ein Geschenk. Oh, ein Geschenk. Da ist auch was drin. Was ist denn da drin? Warte. Das ist eine Scheiße. Moment. Da, das ist dein Geschenk vom Weihnachtsmann. Ist da drin. Hier im Geschenk. Nein. Was ist da drin? Oh. Hast du zu Weihnachten bekommen, immer wieder eine Kohle. Oh. Okay, ich habe jetzt etwa 1000 Schneebälle. Dann sind wir jetzt gewappnet für jegliche böse Planeten. Auf jeden Fall. So. Was mache ich mit dem ganzen Rotz, das ich noch im Inventar habe? Das kannst du ja hier lassen. Zum Beispiel im Geschenk. Da tue ich meine... Ja. Was ist denn so der ganze Rotz? Irgendwelche Schrottwaffen? Ja, die Schrottwaffen. Du hast ja den Trash. Ja. Dingenskirchen. Da habe ich die Waffen reingetan zum Beispiel. Ich nehme einen. Achso, siehst du mal, ich stell mal so einen Metal Workstation her, dann nehme ich den mit auf den neuen Planeten. Weißt du, das ist ja dann der Iron Anvil. Hast du es gehört gerade? Ein bisschen Knurren? Ja. Oder was? Ja. Warum war das dein Bauch? Ich finde das gruselig. Ach, du findest doch auch deinen Schatten gruselig. Ist er ja auch. Oh, das stimmt. Aber an sich, wir könnten uns Rüstung herstellen. Aber ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Vielleicht finden wir jemanden, der uns Rüstung verkauft. Dann können wir die Erze für was anderes nutzen. Mhm. Okay, pass auf. Ich habe jetzt ein Anvil, Crafting Table. Ich mach noch eine Feuerstelle. Dann haben wir eigentlich soweit da alles, was wir brauchen, tatsächlich. Um uns eine Hütte herzustellen. Und ich nehme noch die Iron Bar Door mit. Dann haben wir auch eine Tür. Genug zu essen haben wir. Ich dachte, wir haben was zum Saufen. Achso. Bitte? Eine Bar. Oh, ich hab dir was zu essen gegeben. Moment, mach ich jetzt nochmal. Ach, das ist nichts zu essen. Hier. Ansonsten. Ich hab 22 Leder. Wollen wir uns vielleicht hier noch was herstellen? Ich hab hier ein Schild. Das heißt Poop Guard. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Nee, ich auch nicht. Nee, aber wollen wir noch, uns noch ein bisschen was herstellen an... Hier, die Hose, die könnte ich zum Beispiel zweimal herstellen. Oder was, wenn du noch 8 Leder hast, dann kann ich uns zweimal eine Jacke herstellen. Ich habe 8 Leder. Geil. Kuh. Dankeschön. Hattest du genau 8 Leder? Mhm. Das fetzt ja. Oh, Moment. Okay, ich muss die einzelnen nur herstellen, dann ist alles gut. Hier! Blub! Blub! Wo ist er?
Da ist sie. Oh, ne, die sieht aber cool aus. Das finde ich auch. Gefällt mir. Gefällt mir. So, dann lasse ich mal die Weihnachtsmannmütze hier. Den Zylinder. Row, row, row your boat, life is burning. Merrily, 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 merrily. Okay, ab row, geht's. Row, row, row your boat. Ab in den Schlitten des Weihnachtsmanns. Yay! Yay! So, ich komme zu dir. Okay. Bringst du uns das was? Ja gut, dann haben wir dein Schiff immer bei unserem Heimatplaneten oder was? Weil wir wollen jetzt woanders hin. Hier können wir nicht runter. Warte mal kurz. Komm mal mit zu meinem Schiff. Die Frage ist, welches, also zu dem Alpha Vaxas Majoris 2, der ist ganz rechts, ist dein Schiff auf jeden Fall dichter. Ach so. Ja, ich sehe es gerade. Also hier, genau, Asteroidenfeld, Schnee und Forest. Oh Gott, das war ja ein Riesenplanet, sehe ich gerade. Ja, ja. Abgefahren. So, ich setze hier aber erstmal Hometown und so weiter. Set Home. Okay, nee, dann lass mit deinem fliegen. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Da haben wir auch schon Fool drin. Ja, genau. Beam to Ship. Da ist er. Hallo. Hi. So, und jetzt... Erstmal nach links zu Alpha Vaxis Majoris 2. Na, zu dem... Nicht zu dem Snow Planet. Nö. Nicht? Nö. Obwohl, wir haben jetzt die Jäckchen, ne? Erstmal das, und der ist ja nur klein. Da rennen wir ja immer rum in 5 Minuten, überhaupt nicht. Ja, dann lass machen. Ja, da. Ab geht's. Go! Guck mal, da hinten im Hintergrund ist er schon. Das ist der Lila, ne? Und da ist der... Da ist er, ja. Der war gerade hinter dem Scheiße, Planeten wir fliegen in die falsche Richtung. Na, oh, ey. Fuck. Lass keine Frau ans Steuer. Es tut mir leid. No! Wo du uns wieder hinfliegst, Alter. Unglaublich. Ich hatte am Anfang dummerweise nicht genug Luft, ansonsten hätte ich noch länger durchgehalten. Ja, komm, hör auf. Hör auf zu lügen! Wer kann das eigentlich länger von uns beiden? Guck mal, hier hängen Eierchen am Schild. Wie bitte? Bitte, was? Länger Luft halten? Ach, keine Ahnung. Nicht länger Luft halten, sondern einen längeren Ton halten. Für solche Spielchen bin ich mir zu... Bin ich zu alt für. Hubble. Das ist witzig, wie man echt die Dinge des Sonnensystems im Hintergrund sieht. Ja. Und tschüss! Schnee. Yeah. Oh! Können wir... Kleiner, geringere Schwerkraft hier. Oh, shit. Oh, es hagelt! Was ist das denn? Der hat eine Wikingermaske auf dem Kopf. Er ist der Dovahkiin. Der ist aber lieb. Was war das? Das war. Es hagelt. Hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Einmal vorhin. Als wir gestartet haben. Oh, ja. Andere Musik. Äffchen! Was sind denn das für welche? Äffchen! Wow. Süß sahen sie aus, wa? Arschlochvogel! Oh, das ist eine unwirtliche Welt. Eine Welt, die uns fressen will. Nom, nom, nom. Wir sind überall... Guck mal da! Schneller! Schneller! Es geht tatsächlich ein bisschen schneller mit der... Ja, ne? Aber es könnte auch sein, dass hier Schnee liegt. Obwohl, das war Kupfer, ne? Oder? Ja, das, nee. Das ist für Kupfer mache ich mich jetzt nicht mehr krumm. Obwohl, das ist so... Ja, wir müssen Kupfer mitnehmen, Basti. Das ist das erste Material für Rüstung. Scheiße. Du nimmst das hier, ich nehme das da. Ja, das ist okay. Und lass dich nicht so oft treffen hier. Du bist fast tot.
habe hier so ein Erste-Hilfe-Kit. Willst du das? Nö. Ja. Au! Sprach er und wird vom Hagelsturm erfasst. Stirbt. Instant. Du bist doch bescheuert. Ja, bin ich auch. Aber die Figuren und Lebewesen auf dem Planeten Mann, Alter. Haben die komischerweise nicht getroffen. Ich hab's gesehen, das war schön. Das bedeutet aber auch, wir sollten weniger Fallschaden kriegen. Ey. Oder erst ab einer, ab einer gewissen Höhe. Äffchen! Willst du mich veräppeln? Ich finde das klasse. Ich laufe hier einfach genauso durch die Gegend wie du und krieg ständig so ein Ding auf den Kopf. Eben, ich glaube, ich habe jetzt eins abgekriegt, überhaupt. Boah. Dann machst du. War das was? Ist das was? Nein. Okay. Hätte sein können, wa? Na? Oh, what we? Hep. Hm. Die Bäume sehen interessant aus. Ich fäll mal so einen Baum. Okay. Da sind nämlich Stacheln dran. Und es kommt nur Holz raus. Okay. Was haben wir denn hier? Coal? That's some coal, bitch. Make some coal, man. Ein bisschen Kupfer hier. Ja. Okay, aber es wird hier auch, glaube ich, gerade Nacht. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das so, meinst du? Achso, natürlich. Wenn der Planet weiter von der Sonne weg ist, dann gibt es hier natürlich ganz viel Schnee. Du hast hier voll viel Silber vergessen. Gibt's natürlich ganz viel Schnee eine, und so weiter. Eine Taube! Zerstöre die Taube! Sven McSwanson wird sich erkenntlich zeigen. Wie ist nochmal der Regisseur, bei dem immer in Action-Szenen Tauben über den Bildschirm fliegen? Der What? Mission Impossible 2 gemacht hat oder so? Keine Ahnung. Ich merke mir solche nichtssagenden Regisseure nicht. Der hat immer, wenn irgendwas los war, dann sind plötzlich weiße Tauben durchs Bild geflogen. Ernsthaft? Das ist ja ganz schön teilweise langweilig. Aber so eingebaut, dass man es nicht mal so richtig mitbekommen hat. Mhm. Wie hieß denn der nochmal? Sven McSwanson? Nee. Es ist aber alles auf unseren Gott zurückzuführen. Würde ich behaupten. Whee! Aber die Äffchen sind eigentlich voll knuffig, ne? Wenn die nicht so scheiße wären und einen angreifen und töten wollen. Würden! Hallo! Du musst das laufen, Alter. Ah! Was? Na, nee. Nee. Boah, voll gut. Was sind das für Dinger? Das stirbt jetzt einfach so. Die sind auch lieb. Ach. Das ärgert mich. Schön. Aber so richtig geht noch nichts Cooles, ne? Ich warte gerade noch darauf, dass wir irgendwas finden, was so, also so Tempel Planeten, oder... Ja, so planetenspezifisch geil ist. Genau. Planetenspezifische Geilheit. Weil so viel Platz hat ja der Planet nicht, ne? Wenn wir das so, also wenn der tatsächlich... seiner Größe entsprechend groß und lang ist. Wenn du verstehst. Ja, natürlich. Was war denn das? Was? Das ist ein. Guck mal, der! Der sieht ja auch gut aus, ey. Das war ein Trompetenfisch. Sehr, sehr selten. Oh, Vorsicht, Arschloch! Irgendwie gibt es hier sehr viele Kondome, ne? Also, Kondome sind in diesem Universum anscheinend sehr beliebt. Ja, doch. Ja gut, aber... Safety das, first, das bedeutet, ja, genau, das bedeutet ja, dass sie dem Christentum, dem katholischen Glauben nicht irgendwie so zugetan sind. Ja. Macht sie schon wieder ein bisschen sympathisch. Das stimmt.
No Fallschaden in this world. Blub, blub, better blub. Nerf this world, yo. Blub, blub. Blub. Ach, schön. Schön, 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 schön. Total schön. Obwohl ich mit dieser Welt nicht warm werde. Weißt du? Oh, ja. Warum ist schon wieder so eine Taube? Oh, shit. Fuck you, Taube. Nee, da drüben ist sie. Boom, in your face. Bitch. Du tötest Äffchen. Schämst du dich nicht? Ich finde das geil. Ich finde das auch geil. Ich töte Äffchen, ziehe in die Haut ab und ziehe sie mir an, damit ich Äffchen sein darf. Ja. Das ist doch normal, oder? Ja, klar, natürlich. Wenn man was gut findet, dann verkleidet man sich als das. Genau. Schatz, ich mag Brad Pitt. Was? Okay. Wir sind immer noch Bruder und Schwester, ne? Das weißt du was. Tot? Nee, ich meinte, Schatz, ich liebe dich, meinte ich mit allgemein nicht bezogen auf dich. No. No. Mm. Oh. Mm. Whee. Ich glaube, Star Wars und ist das Spiel mit den komischsten Lauten von uns beiden. Ja, ne, aber was willst du denn auch anderes? Anders kann man das Ganze ja auch nicht kommentieren. Wir können halt die ganze Zeit noch in alter, guter, schlechter Let's Play-Manier. Alter! Alter! Guter! Alter. Schlechter! Guck mal! Ha, 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 ha. Guck mal! Hier und hier, ey! Ach so, das meinst du? Ja! Jetzt ist gerade angekommen. Ey! Ja, ist nicht so schlimm, Alter! Franz! Alter, ja, Alter, ja. Mach noch mal so! Ja! Alter! Mach noch mal so, Alter! Mach noch mal. Ey, guck mal. Ich bin Moses. Ich laufe übers Wasser. Immer wenn ich jetzt lache, werde ich kurz stehen bleiben und dann tatsächlich so hier machen. Oh, jetzt wird's dunkel. Ja.